Hallo, du lieber Wassermann, und herzlich willkommen hier in der Dezember-Energie. Wir schauen uns jetzt gleich an mit dem Rat der Hohepriesterin, was da alles für dich an Energien dazukommen will, was vielleicht die Lernaufgaben sind, was dich jetzt im Dezember begleitet. Und ich habe mich für eine neue Perspektive entschieden und mit dem Kartenbild dazu. Ha, jetzt bin ich schon ganz gespannt, was da werden will. Wir schauen uns an deine momentane Situation. Da haben wir jetzt den Heiligen Gral, da haben wir die Überfülle, da haben wir, dass hier alles ins Leben sprudeln darf, die innere Entdeckungsreise. Wir haben hier das Heilige in dir finden, also diesen sicheren Ort in dir finden, wo alles übersprudeln darf und wo du erfährst, dass du selber bist und du musst nichts suchen, du hast dich selber jetzt eine Zeit lang vermisst und kommst hier aber in die Aktivität und Bewegung hinein. Ja, also du schaust hier wirklich, was macht dich vielleicht noch klein, was darf jetzt einfach größer sein, und du wartest auch mit schnellen, raschen und erfolgreichen Ergebnissen. Das ist hier etwas, oder zumindest bald, das ist hier etwas, das kommt jetzt hier ganz, ganz eindeutig mit hier in dieser Stelle. Auch schaust du dir an, ob Nachrichten, es kommt gerade rein, wenn Nachrichten hineinkommen, ob die dir als Menschen sprechen, ob das etwas ist, was deinem Seelenwohl entspricht, was deinem Seelenheil entspricht, was deiner Uressenz entspricht, mit dem du umgehen möchtest eben oder nicht. Also du schaust hier auch tatsächlich dein Umfeld an, kommt da jetzt so rein. Aber lassen wir mal das Übersprudelnde da einfach für dich wirken. Sehr, sehr schön. Die hinzuströmende Hauptenergie, da haben wir die Akasha-Chronik, also Altes darf aufgelöst werden. Tatsächlich erkennst du auch den Lebenssinn, sagen wir es jetzt einfach einmal so. Aber ich kriege wirklich mit, auch die Akasha-Chronik, das ist für mich jetzt schon fast ein bisschen Geschichte auch wieder, ja. Und die alte Geschichte klären, vergangene Leben loslassen, wirklich dich in die Freiheit erheben und für dich sein. Auch hier, ja, Stirnchakra-Aktivierung, du schreitest durch ein neues Tor. Und verwirklichst dir jetzt hier dein Leben auch tatsächlich mit deiner Willensstärke, mit deiner Visualisierungskraft und mit deinem Unternehmensreichtum, den du in dir hast. Das ist ganz, ganz wichtig hier, weil dir wird hier einiges klar, nämlich auch, was da irgendwo schon in der Vergangenheit im Verborgenen war oder wo du jetzt immer mal wieder vielleicht zu lange auch gewartet hast. Hier kommt jetzt Aktivität rein, bei dir generell kommt Aktivität rein, ja. Du kommst in deine Ich-Bin-Präsenz und erfährst das Göttliche im Inneren. Wow! Was ist hier die hinzuströmende Kraft? Das wird jetzt vermehrt. Da haben wir den Regenbogen, da haben wir die Erdtor-Chakra-Aktivierung, meine Güte. Jetzt habe ich das nicht lesen können. Die Erdtor-Chakra-Aktivierung, das sind die Lernerfahrungen hier auf der Erde, die Übertragung vom hier ins von der göttlichen Ebene im Hier ins Jetzt unten auf der Erde, so kam das jetzt. Und da geht es jetzt schon darum, zu lernen, was da verborgen war. Und ich bekomme bei dir mit immer wieder das Risiko, immer wieder das Kräftemessen, Konkurrenz, vielleicht Herausforderungen. Irgendwo hast du dich manchmal vielleicht auf deinem Weg verfahren, immer irgendwo warst du über die Zeiten hinweg schon in riskanten Versuchungen tatsächlich gefangen, kam jetzt. Das muss man jetzt nicht so ernsthaft nehmen. Und da kommt jetzt der Umschwung rein. Also das erkennst du, machst dich hier nicht mehr klein, weil das haben wir auch gesehen, und gibst über den Regenbogen quasi diese Wolken ab, dass sie entschwinden können, um jetzt wieder das Neue für dich zu erfahren. Und da richtest du dich voll nach deinem Herzen aus. Also hier geht es wirklich um einen Shift, um eine Ausrichtung, eine Umrichtung, wo du selber in die Stabilität gehst, um dich von deinem Inneren heraus auch mit anderen dann zu verbinden und in die Sex, in den Fluss miteinander gehen. Aber jetzt nicht wie die Acht, sondern die Sex ist für mich dieses familiäre, liebevolle, austauschmäßige, wo du deiner Herzweisheit entsprichst, so kommt das jetzt, und dich eben auf diesen alten Lernpfaden, wo du dich vielleicht ein Stück weit gefangen gehalten gehabt hattest, ja, weil wir haben ja die Geschichte auch mit der Akasha-Krone, hattest, dass du da jetzt rausgehst aus diesem Ganzen. Also das kommt jetzt, du machst hier einen Befreiungsschlag aus alten Thematiken, die du auf dieser Erde erfahren hast. Was kommt, was geht heraus, was geht aus dem System?
dass du immer wieder mal Zeit brauchst, um deinen Lebenssinn zu finden, dass du immer wieder mal Zeit brauchst, um deinen Lebensweg zu sehen, dass du aus Schmerzen lernen musst, dass du aus Schmerzen den Lebenssinn oder den Lebensweg erfährst. Das geht hier raus, denn du bekommst hier eine Lichtcode-Aktivierung tatsächlich mit der Veränderung, mit den neuen Informationen, wo eben dieser Zyklus endet. Und in dem Moment, das ist so ein süßes Bild, meine Güte. Und in dem Moment, wo ihr diese Aktivierung erfährt, wird einfach diese Schwere, dieser Schmerz auch aus euch heraus gezogen. Das geht hier aus eurem System. Das verstehe ich jetzt hier nicht, dass das die Anunnaki-Lichtcode-Aktivierung ist, energetische Veränderung, weil das ist für mich eher eine Reinigung, wer diese Thematiken kennt mit Anunnaki und so weiter. Weiß ich jetzt nicht, was das mit dieser, bringe ich mit dem jetzt, was da ist, nicht in Zusammenhang überhaupt nicht, hat damit gar nichts zu tun, sondern ich sehe da etwas ganz Süßes, etwas ganz Flauschiges, etwas ganz Niedliches, überhaupt kein Echsenwesen oder so, sondern wirklich was ganz, was Schönes, was darüber strömt. Das ist eine ganz weite Energie, also kann damit, was da unten steht, jetzt gar nichts anfangen. Was ist in deinem Unterbewusstsein hier los? Ja, die Befreiung von Karma, radikale Transformation, die spirituelle Entwicklung, der Fortschritt, die Technologie. Ja, das ist natürlich für einen Wassermann grundsätzlich super. Ja, ihr habt ja eine unglaubliche tolle Energie, wo ihr da oben auch wirklich in den hohen Sphären, sage ich einmal, lesen könnt, um das hier auf die Erde zu bringen. Ihr habt da so eine gute Verbindung einfach mit den Strukturen, mit der Metaebene, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und da hat man aber jetzt ein bisschen Lampenfieber vor der ganzen Geschichte und diesen Zyklus wirklich zu beenden und die Fruchtbarkeit in sich zu erfahren. Also ich bekomme da mit, dass du schon Angst davor hast, wirklich diese Transformation einzugehen, weil was da dahinter wartet, da kannst du noch nicht einsehen und das ist was Riesiges, Großartiges und das macht dir schon ein bisschen Angst hier an dieser Stelle. Schön. Also das kommt jetzt gerade im Unterbewusstsein, das ist ja noch nicht so bewusst, aber das spült hier immer wieder hoch. Vielleicht kriegst du das auch immer wieder mit, wo du dann solche Zustände hast, wo du merkst, okay, da geht es schon um die Angst vor der eigenen Größe und da wirklich dieses Lampenfieber davor, dass da irgendwas schief geht oder sonstiges, das zu erlösen, damit du da durchgehst durch dieses Tor. Ja, es geht wirklich darum, dich auch hier mit dem transformierenden Licht zu verbinden. Ja, ich habe auch schon gesehen, es geht schon darum, auch Abschied, ja, also es geht schon darum, einen alten Zyklus zu überwinden, ja, also etwas, warst du schon auch fest und gut darin und das jetzt zu verabschieden, kann natürlich schon, das kann natürlich Angst machen, das ist eh ganz klar. Schauen wir mal, was ist dein bewusster Prozess, was ist die helle Seite der Hohepriesterin? Die höhere Herzaktivierung? Die Deckung fallen lassen, den Schutz fallen lassen, die göttliche Liebe in dich hineinströmen lassen, dein Herz ist geheilt und ist aktiviert, wunderschön. Also du beschäftigst dich wahrscheinlich gerade mit Herzöffnung und lässt hier alles in dein Herz einfließen, gehst hier ins Genießen und weißt auch, dass das schon die Klarheit und die hochschwingende Energie zu dir kommen kann. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch der liebevolle Mann, also du weißt hier auch, dass es für diejenigen, die jetzt für eine Partnerschaft auch schauen oder die in Partnerschaft interessiert sind, sagen wir es einmal so, du weißt hier schon, dass du auch an liebevolle Menschen geraten willst und dass du wirklich auch Partnerschaften leben oder eine Partnerschaft leben möchtest, wo dein Herz sich freut, wo einfach alles passieren kann, wo Klarheit drinnen strömt, wo liebevolle Begegnungen sind, wo Wohlwollen ist, wo man einfach auf einer Ebene miteinander schwebt, das ist dir hier schon sehr wichtig. Für alle anderen, die jetzt nicht für eine Partnerschaft schauen, geht es ja darum, dass du dich liebevoll mit deiner männlichen Seite wieder verbindest, dass du jetzt sehr viel gespürt hast, sehr viel wahrgenommen hast, der Kelch ist voll, der fließt über bei dir, die Aktivierung kommt und jetzt brauchst du aber, damit dieses Unterbewusstsein geschützt ist, brauchst du deinen gehaltenen Raum und dafür brauchst du deine männliche Energie, die sich mit deiner weiblichen, in deinem Inneren tatsächlich verbindet, damit auch das Kind der Freude in dir jubeln und freudestrahlend springen kann und da brauchst du jetzt diesen Raum in dir, der gehalten wird, das nehme ich hier ganz stark wahr auch, ja, also wenn du für Partnerschaften schaust, kommt das dann auch noch dazu, aber diesen inneren Raum halten mit der eigenen männlichen Energie ist hier auch ganz wichtig. Ihr Lieben, für mein neues Mentoring-Programm, also neu ist es ja nicht, aber es wird ja immer wieder
startet es auch neu und wird immer wieder was Neues kreiert von mir. Meldet euch doch bitte gerne an. Unten in der Infobox findet ihr meine Kontaktdaten dazu. Da kann man solche Wege durchgehen. Da geht es wirklich um die Selbstverwirklichung. Da geht es wirklich darum, in sein Sein einzutreten, alte Blockaden hinter sich zu lassen und die Visionen echt in die Umsetzung zu bringen hier auf die Erde. Wir müssen uns hier verbinden und einfach miteinander weitergehen. So, was ist dein nächster Schritt? Dein nächster Schritt, da haben wir jetzt den Download der Fülle, die Regeneration, den Erfolg. Hier tatsächlich mit dem Sonnenzentrum, aber auch mit dem Skarabäus. Und jetzt ist das total schön, weil du lässt den Rucksack jetzt, die Bürden, die Überforderung und deine Grenzen los. Und das finde ich großartig. Also du gehst in eine Grenzenlosigkeit hinein. So soll es auch sein, damit dein Herz einfach ganz weit offen wird und du das Wunsch der oder du dir das Wunder der Wünsche auch wirklich erleben kannst. Hier geht es um eine Manifestation und dass du mit Wundern rechnen kannst, weil du hier eben diese Fülle für dich aktivierst, indem du da weitergehst. Wunderschön, ja, also ganz starke, aktivierende, tolle Energien, die dich immer mehr in deine Präsenz tatsächlich im Inneren wie im Äußeren bringen. Und wo du aufhörst, auch gegen den Strom zu schwimmen, weil das kommt hier auch ganz stark durch. Ja, also du wirst hier wirklich in deine Herzströme, in deine Hellsicht und dein Einfühlvermögen hineingeleitet, ja, wo deine Willenskraft und dein Feuer, deine Freude wirklich neu entfacht entstehen darf und du auch gute Entscheidungen für dich treffen darfst. Ganz wichtig an dieser Stelle, du wirst hier wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten bekommen und eine davon ist wirklich das, wo du so richtig transformierst. Spür da in dich hinein, dein siebter Sinn trägt dich dorthin, wo du eben deine Zurückhaltungen, wo du deine zum Teil vielleicht manchmal noch gefühlte Machtlosigkeiten in die Heilung bringen kannst. Ja, auch hier über den Regenbogen mit dem Baum bringst du in die Stabilität. Was jetzt aus dir geht und was jetzt wieder hinein als Fülle, als heiliger Gral in dir entstehen möchte. Es kann sein, dass das jetzt ein sehr altes Thema ist, was auch auf der männlichen Seite angelegt war oder auf der Vaterseite deiner Ahnenreihe. Das ist hier gut möglich. Ja, da ging es noch um Zurückhaltung, da ging es darum, sehr viel Sehnsüchte zu haben nach etwas, ja, vielleicht im tiefsten Inneren, wo man sich selbst jetzt davon, wir haben ja irgendwo haben wir das auch gehabt mit der Konkurrenzthemen und so weiter, wo man sich noch nicht selber auf die erste Stelle gestellt hat, wo man sich noch nicht selbst wirklich in den Ausdruck gebracht hat und das endet jetzt hier, das kommt in die Heilung, indem du in deine Macht eintauchst, indem du deine Antennen in deine alte Seele eintauchen lässt und wirklich aus dem großen Ganzen erfährst und dich aufbaust als Ganzes, ja, wunderschön. Was sagt jetzt hier der Rat der Hohepriesterin? Ja, es geht um den Aufstieg. Du erhöhst dich da. Du erhebst dich, das ist hier ganz klar. Und das ist es, was ich jetzt schon vorher wahrgenommen habe. Es geht schon um einen Abschied auch von alten Strukturen, möglicherweise auch von Menschen, die jetzt da nicht mehr mit dir kommen können, weil sie dort einfach nicht sind. Und das ist vielleicht etwas, was dich auch immer mal wieder zurückgehalten hat, hier deinen Weg wirklich zu finden, weil es dir tatsächlich schon bewusst war. Dir ist auch bewusst, es geht jetzt hier um dich und du willst es auch. Es gibt auch keinen... Das will ich nicht, also das kommt hier ganz stark durch, das gibt es nicht, ja, sondern du weißt, dass du jetzt deine Schwingen erheben darfst. Der Abschied fällt dir einfach hier ein bisschen schwer, ja. Vielleicht bist du auch enttäuscht, dass nicht so viele mitkommen können, wie du dir das erhofft hättest oder wie du dir das erwünscht hättest. Und da geht es um ganz banale Sachen, da geht es ja nicht um eine Ewigkeit, sondern da geht es vielleicht auch einfach darum, man hat Freunde, man hat Begleiter und man merkt, dass es sich ein bisschen ausgefahren hat, dass die Situationen einfach nicht mehr ganz zueinander passen, dass man vielleicht nebeneinander herredet und ja, und darum geht's, dass man plötzlich merkt, oh, aber um mich zu erhöhen, um meine Schwingung zu finden, muss ich jetzt erst einmal meinen Ballast machen und muss ich einmal in meinen Ballast eintreten, muss mir jetzt das erlauben, dass ich da wirklich in die Fülle gehe, mich auch mit den richtigen Menschen verbinde, wo dies möglich ist, ja, auch wieder hier unten in der Infobox meine Daten und wenn das der Fall ist, dann ist vielleicht wieder ein Zusammenkommen möglich, aber schaut ganz und spürt ganz, wer bringt euch da auf dem Weg weiter, ja, wer hilft euch da rauf die Leiter und wer ist eher ein Ballast und dort, wo ein Ballast ist, wo vielleicht die negativen Schwingungen mitkommen, wo diverseste Geschichten sind, wo ihr merkt, das
tut euch eigentlich nicht gut. Dort lasst es sein. Ihr müsst ja jetzt nicht den Cut machen und sagen, ich sehe dich nie wieder oder was auch immer, ja, oder das alles auspflücken, sondern man kann das auch langsam ausschwingen lassen, indem man einfach einmal für sich geht, ganz klar für sich geht und das andere so wie ein bisschen auf der Seite lässt oder dann wirklich in den Abschied. Damit findet ihr, werdet das sehen. Es ist jetzt nicht das Gröbste und Ärgste und was weiß ich, also keine Sorge da jetzt dabei, aber man spürt schon, dass da ein Abschied dabei ist, zumindest wenn es keine Menschen sind, absoluter Abschied aus alten, sich zurückhaltenden Strukturen. Und das kann natürlich auch sein, dass man sich in dem ein oder anderen Muster sehr wohl gefunden hat. Und auch das kann wehtun im Herzen. Wenn man das dann löst, dann macht es dann auch ein bisschen Knacks, ja, und dann bricht diese Schale auf. Aber das, was fließt, freu dich darauf, wenn du da durchgeschlüpft bist durch dieses Reich. So, du lieber Wassermann. Dann wünsche ich dir jetzt einen tollen Dezember und bis ganz bald. Bis dann. Baba.